Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einem, zu Gone Home. Ich habe wirklich ein bisschen Angst alleine und deswegen hab ich mir gedacht, ich bleibe einfach mal nicht alleine und habe uns den lieben Bob mitgebracht, Hallo. der mich jetzt ein bisschen mental unterstützt. Sekunde. Read a newspaper clipping. Controlled burn scheduled for bone. County. Es knackst irgendwas. Ah, Blooms of Snork will rise above the Ist ein nine. Predator. Oh Mann. Weißt du, ganz im Ernst, ich habe wirklich Angst vor dem Spiel. Ich weiß nicht warum. Aber ich hab. Och nein! Bob! Wehe! Dann wirklich flippe ich, glaube ich, komplett aus. Das darfst du wirklich nicht mit mir machen. Sei lieb. Legen das einfach mal dahin. So. Hier ist nichts drin, da ist auch nichts drin. Vor allem die ganzen Räume sind halt so mega dunkel. Ich möchte da gar nicht weiter rein, weil sie halt so dunkel sind. Das ist Gibt's mega denn nicht überall Lichtschalter, die du creepy. betätigen kannst? Ja, tue ich ja auch, aber creepy ist es doch trotzdem. Oh, wir haben einen persönlichen Wochenplaner gefunden. Montag, Pärchenbowlen. Dienstag, nein, Mittwoch. Ein Kochkurs. Freitag Ball tanzen, also so ein Ball halt. Fass das mal überhaupt für mich zusammen. Was ist jetzt eigentlich im ersten Part passiert? Ich bin in das Haus gekommen, es ist keiner da. Und ich habe halt nur von meiner Schwester, ich glaube, es ist meine Schwester, doch, es müsste meine Schwester sein, habe ich einen Zettel an der Tür gefunden, von wegen, sie will nicht, wo wir wissen, wo ich bin oder wo alle sind. Andersrum, nein. Wir sollen alle nicht wissen, wo sie ist. Und wir werden uns irgendwann wiedersehen. Und ja, wir versuchen jetzt herauszufinden, was los ist, weil unsere Mama, unser Papa, und die sind auch alle nicht da. So, Sekunde. Notice of temporary personal transfer. Preparation and range of its expedition. Being transferred to the station. Da-da-da-da-da. Please see a tape. Overseeing Officer at Flintlock First. Okay. Machen es einfach wieder zu. Das ist halt echt ein bisschen creepy. Also, auch wenn das Haus sicherlich ganz schön ist. Ich finde es halt ziemlich gruselig. Was haben wir denn hier? Für Sam. Hier war mal eine Kassette für Sam. Oh, It's Sekunde. weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls, I don't know. Alles okay? Psst. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Okay, sie hat also in der Schule irgendwie jemanden kennengelernt. Also unsere Schwester. Derjenige heißt Lonnie. Diejenige? Derjenige, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ja, hanging out with girls. Also wahrscheinlich wird es ein Mädchen sein. Und sie fühlt sich unglaublich wohl in der Nähe und hat dann diese Kassette, die wir gerade gefunden haben, bekommen. Und hat halt gesagt, ja, hier, hör zu. Hör zu, du musst das anhören. Hier hängt übrigens an dem schwarzen Brett, also an der Pinnwand, hängt eine Notiz. Sam, hör auf, jedes verdammte Licht in dem Haus anzulassen. Du bist ja fast so schlimm wie deine Schwester. Das ist nämlich das Und wie Erste. viele hast du angelassen? Ich lass alles an. Glaube, das kam von der Mutter, ne? Ja. Wenn da steht, du bist fast so schlimm wie die Schwester. Ja, natürlich, ja. Väter regen sich über sowas nicht auf. Sam heißt wahrscheinlich Samantha mit richtigen. Ne? Ach so, ich Wie heißt dachte, die du wärst Sam? Sam, also ein Typ. Nee, 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 nee. Nicht ganz.
from going to the city on my own is frankly absurd. Compare with Katie, who is only 3 years older than me, and you let her, and yet you allowed her to go all the way across an ocean to another continent on her own. I just won't spend an evening in a normal, totally safe city on my own like a human being. And since you may also remember that I have my own car now, you can't really stop me. Warmest regards, your daughter Samantha. Okay, da gab es wohl irgendwie eine kleine Auseinandersetzung. Die Eltern wollten sie nicht allein in die Stadt lassen. Und Sam, also unsere Schwester, die eigentlich Samantha heißt, macht ihnen jetzt Vorwürfe, dass wir, also Katie, wir sind nur 3 Jahre älter als sie und wir dürfen alleine einfach mal übers Meer in die, in eine andere Stadt, auf einen anderen Kontinent. Und Daniel hat angerufen, 2-mal, er will sein Nintendo-Spiel zurück. Boah, das kenne ich. Okay, gibt's hier Licht? Licht. Sehr gut, ich brauche Licht. Kann man den mal ausmachen? Ich hasse Fernseher, die Testbild senden, das geht gar nicht. Shanli Moves. Ach, das sind irgendwelche Nintendo-Spiele. Crap Cartridge. Nein, gib mal bitte. Adventurous the Cat Returns. Das sieht aus wie ein Nintendo-Spiel. Oder sowas. Was haben wir hier sonst noch? Oh, eine Kassette. Fred Mobile. Cool Schmool. Ah. Welche Nostalgie, da gibt's noch Kassetten. Das ist, spielt 1995. Oh. Okay, also. Ich will ja nichts sagen, aber. Naja, Musik ist für mich was anderes. Das ist nur Unterwäsche und Wäsche und das sind auch noch Höschen. Und dann haben wir hier noch einen Hefter, aber der bringt uns auch nichts. Wir müssten aber im Zimmer von Katie sein. Und dann liegt du in der Unterwäsche rum. Entschuldigung! Zimmer von Sam, nicht von Katie, also von unserer Schwester. Hi Lonnie, I wrote this in first period and left in your locker on the way to second. It's what all the cool kids are doing. I've decided. Write me back. Also, here's an idea for something to draw. 2 cats on a motorcycle. Das Haus macht komische Geräusche. Hey, this is a good idea. What all the cool kids are doing is actually sending each other pages on their peepers. But we are cooler than them, because guess what? They can't put this on the peeper. Okay. Ach, sie haben Briefchen geschrieben. Your drawing of cats was so good that I added the background to make it even better. Maybe I should just stick to writing through. I like it. How did you know they were about to get abused by aliens? Oh Gott! Kinders, was habt ihr für eine Fantasie? I'm looking at Mr. Fish right now. I feel like he probably would have a lot of cats. Also like a secret shame that he watches irgendwas religiously. I'm going to ask him about the cats after class. Er sagte, er hat 2 Katzen und also, dass er das niemals angeguckt hat. Aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass er gelogen hat. Okay. Hier sieht's aus, ne? Ohne Mist. Wie bei mir da zu Hause. Da kommt die Frau wieder. Sam, I think the creative writing track would be perfect for you. Summer pre-college program for young schoolers. Ach ja, das, sie ist so um die, gehört ins College. Also sie soll ins College gehen. Und sie ist wohl genauso, also genauso gut im Schreiben wie ihr Vater. Weil ihr Vater, oder war es ihr Vater? Keine Ahnung, auf jeden Fall hat diese Familie anscheinend ziemlich viel mit Schreiben zu tun. Denn auf dem Klo lag eine Autorenzeitschrift. Nagellack, dann. Und hier liegt eine Socke. Da verschwinden die also immerhin. Ja, vermutlich. Also ist ja nicht übel, aber ich mache jedes verdammte Licht an. Oh!
Also, Goodfellow High School, Disciplinary Refill Form. Disziplinär heißt doch so ein Disziplinarverfahren, oder? Keine Ahnung. Oh, Moment, es geht um Lonnie. Yolanda de Soto. Mr. Benji observed Miss wearing a T-shirt with an unacceptable image on front. A large beer can label perhaps blue ribbon. Was sent to the guidance counselor's office, was given the option to turn her T-shirt inside out, change into a shirt from her gym locker, or be suspended for the rest of the day. Also sie heißt Lonnie de Soto. Choose suspension, her father was caught, but there was no answer and no answering machine. Must return this form tomorrow, signed by her father. Okay, also, alles klar. Die gute Frau, also unsere Schwester hat ja Kontakt mit dieser Lonnie. Ja? Soweit bin ich mitgekommen. Und die hat jetzt, wir haben jetzt in ihrem Müll, ey, wir schnüffeln in ihrem Müll rum. Voll creepy eigentlich. Aber in ihrem Müll haben wir jetzt ein Disziplinarverfahrens-Dingbum gefunden von dieser Lonnie, die eigentlich Yolanda de Soto heißt. Und die hatte ein T-Shirt drauf, ein T-Shirt an mit einem nicht akzeptablen Aufdruck. Es donnert. Wo ein großes Bier war mit Pabst Blue Ribbon, keine Ahnung, was das heißen soll. Und sie Klingt hatte nach die. braunen Schleifer. Ja, aber das erste Wort weiß ich nicht. Blue Ribbon war mir noch klar, aber PABST, was heißt das? Keine Ahnung. Ja, Entschuldigung. Also ja, hab mich nur erschreckt, ganz minimal. Und sie hatte die Möglichkeit, sie konnte ihr T-Shirt einfach nach links drehen. Sie hätte es aus eins aus ihrem Gymschrank, also aus ihrem Sportfach nehmen können, oder sie hätte einfach Das ist eine Biermarke übrigens. ach so, das ist eine Biermarke, okay. Sie hätte oder sie hätte es einfach. Es quietscht schon wieder. Ist ja Na los, gruselig. weiter. Ja, oder sie hätte es einfach dingsen können. Wie heißt es denn? Sag doch mal. Genau, einfach oder suspendiert werden. Das wollte ich sagen. Und sie hat die Suspension für den Tag gewählt und ist deswegen jetzt suspendiert worden vom Schulunterricht. Ja, aber dass du Müll rumwühlst, ist doch gar nicht so creepy, weil du bist ja bei dir zu Hause und möchtest nur wissen, wo die Schwester ist oder wo der Rest Ja. ist. Ja, sowieso dein Eigentum. Okay, The Brother, das ist eine Maschine, ein Motorrad. This is the one me and Dad are building. Wanna go for a ride when it's done. Es ist bestimmt von von Lonnie auch. Steggy, er heißt Steggy. Okay. Hat sie hier noch irgendwas? Paddy Smith, Biohazard, Dinosaur Jam, yam, yam, yam. Nichts Interessantes, ehrlich gesagt. Hier ist nichts Interessantes. Ich denke, das Einzige, was noch relativ interessant für uns. Donna, bitte. Donna, please, stop. Das Einzige, was für uns noch interessant sein könnte, ist der Locker. Also das Schließfach, aber wir haben die Kombination nicht. Außer es ist so billig. Sekunde. Ich versuche mal kurz was aus. Wird eh nicht klappen. Nein. Okay. Gucken wir uns aber mal die Aufdrücke an. I haven't had that much to drink, Sody, Foster. How many fingers am I holding up? Meow. Here you go, Mitten. Have some party oder was auch immer. You'd better not have been reading my secret diary again. Okay. Also, sie hat sie da so was gebastelt und dann dran geklebt. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Aber wir haben immer noch nicht ihre Kombination. Ja, würde ich doch mal im Tagebuch gucken, ne? Journey of Crystal, The Legend of Crystal, ist auch ein Nintendo-Spiel. Und dann haben wir hier noch ein Nintendo-Spiel. Und zwar Super Spitfire. Was gehört? Ja, aber ich habe ihr Tagebuch doch nicht. Ach so. Ja, ab ins Also. Zimmer und mal durchgucken.
Blöd ist, ich sehe es halt gerade nicht, deswegen. Ja, was denkst du, wo ich denn hier gerade bin, wenn nicht in ihrem Zimmer? Unterm Bett. Nase. Unterm Bett ist nichts, da habe ich schon geguckt. So, wir haben ja noch zwei Türen. Wir gehen mal in die zuerst. Mein Ankleidezimmer. Man, Sam hat das in like fourth grade. Ach, das ist ein. Aha, ein Hefter. Hübsch. Ist hier was drin? Ja, ein Zettel. Still in her voice, da da da. Es ist ein. Ach, sie hat eine Geschichte geschrieben. Und die liegt dann da. Das ist ein Spiel. Ist eigentlich eine ganz normale Familie hier. Sieht ziemlich alles normal aus. Ach nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Sieht alles verdammt normal aus. Nichts irgendwie ungewöhnlich. Außer die tausend komischen Geräusche. Hey Sam, do you want to see Pulp Fiction after school at the Colosseum? I came out last week and Todd won't shut up about it, so it's either good or we can make fun of him for liking it. My mom is supposed to cook dinner for us tonight for a change, but I can't just ditch out on it probably. What time? Also, isn't that movie supposed to be really violent? Am I going to barf? Okay, also ich tippe mal darauf, dass es wieder Lonnie ist. Und sie stiftet uns gerade an, einen Film zu sehen. Und weil irgendjemand darüber redet und sie sehen will, ob er gut ist oder ob sie ihn auslachen kann, weil er das gut findet. Und sie versucht sich jetzt rauszuschleichen, unsere liebe Sam, weil ja eigentlich die Mama kocht, Abendbrot macht und Abendessen macht. Und sie hat gesagt, na, ich kann wahrscheinlich mich aber rausschleichen. Also wann? Und außerdem ist dieser Film nicht verdammt gewalttätig, also werde ich mich, naja, ihr wisst schon. According to Todd, it's pretty hardcore. I guess Uma Thurman gets stabbed in the heart with a heroin needle. Oh Gott, so that's kind of hilarious. Also something about cheeseburgers is important. I think Todd's going to come, so he can see it again, if that's okay. 7:15. Okay, don't barf. Also, ja, gut. da wird wohl irgendjemand mit einer Heroinnadel ins Herz gestochen. So viel Hearthstone gespielt, ne? Ja, ich hätte zu viel Hearthstone gespielt. Und es ist irgendwas über Cheeseburger. Ah, 7:15. Gehen Sie ins Kino. Klingt ja gar nicht so schlimm. Aber um nicht die Orientierung zu verlieren, gehe ich mal daraus, wo ich reingegangen bin. Einfach, weil ich eben diese Orientierungssinn vor dem Toastbrot habe und die nicht vollkommen verlieren will. Licht. Danke. Wir sind hier, glaube ich, im Elternschlafzimmer. Zumindest sieht es danach aus. Ja, Crap Mom's Purse. Also sind wir im Elternschlafzimmer. Sehr schön. Nehmen wir mal schauen, was hier so los ist. Immer noch Umzugskartons. Crap Phone. Ich glaube, das brauchen wir gerade nicht, weil ich denke mal nicht, dass wir sie erreichen werden. Hier sieht es echt ziemlich schnell verlassen aus. Also nimm es mir nicht übel, aber das sieht mir irgendwie schon fast zu schnell verlassen aus. So, Open Drawer. Wir haben ein Buch. Holy Bible. Oh Gott, die Bibel. Weg damit. Brennt in den Augen, ne? Und hier haben wir einen Publisher von Unknown Dimension Literature, also unbekannte Dimensionsliteratur. Es ist wohl ein Publisher für Bücher, tippe ich mal. Würde ich einfach mal so ganz spontan sagen. Dann haben wir hier eine Postkarte. Ah, von uns! Dear Mom, Dad and Sam, I am in the tunnel. This is my second passage to the tunnel. I'm on my way back from London. This time I'm going to Brussels, Belgium. Sorry I didn't write you on the way to London, but I was too excited about the tunnel.